Hey ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch alles zeigen, was mit dem Setup vom Ridgeback zu tun hat. So könnt ihr ganz einfach zu dem Abschnitt navigieren, bei dem ihr noch Unterstützung benötigt. Wir beginnen damit, wie man eine Schnittstelle mit dem Roboter herstellt. Der Prozess ist anwendbar für Ubuntu 20.04 mit ROS Noetic. Zunächst schließt du das Ethernet-Kabel an den Roboter an. Um eine Verbindung zum Roboter herzustellen, muss zunächst eine statische Netzwerkverbindung konfiguriert werden. Und so geht's. Gehe in Ubuntu zu den Einstellungen und wähle dann das Netzwerk aus. Nun erstell eine neue Verbindung. Ändere die Verbindungseinstellung auf manuell in den IPv4-Einstellungen. Setze nun die IP-Adresse auf 192.168.131.51 und das Netzwerkpräfix auf 24. Speichere die Einstellungen und starte das Netzwerk dann neu. Überprüfe nach Abschluss die lokale IP des Hosts mit diesem Terminal-Befehl. Nun solltest du den Roboter einmal anpingen, um die Konnektivität zu prüfen. Greife nun über das SSH auf den Roboter zu, indem du den folgenden Befehl verwendest. Das Standardpasswort lautet MyBotShop. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich über ein HDMI-Kabel mit dem Roboter zu verbinden und per Maus und Tastatur die Steuerung zu übernehmen. Dadurch kann ganz einfach direkt über das lokale Netzwerk eine Schnittstelle zur Interaktion mit dem Ridgeback hergestellt werden. Das System ist nun bereit für die Interaktion. Wenn du magst, bleib doch gerne dran für den nächsten Abschnitt, in dem wir nochmal gemeinsam den Schnellstartprozess durchgehen. In diesem Abschnitt werde ich euch zeigen, wie man den Ridgeback und seine Zusatzkomponenten aktiviert. Bevor man den Power-Button drückt, sollte man einmal überprüfen, ob einer der vier Notausschalter am Ridgeback gedrückt sind. Das kann man ganz einfach überprüfen, indem man sie in die vorgegebene Richtung dreht. So, wenn alle drauf sind, dann kann man den Power-Button drücken. Der befindet sich hier auf der Seite. Und sobald der Roboter gebootet ist, fängt der E-Stop-Button an zu blinken. Sobald der blinkt, dann kann man bestätigen, dass die Umgebung um den Ridgeback herum frei ist und schon kann es losgehen. Um jetzt den UR5E einzuschalten, befolge ganz einfach die nächsten Schritte. Der UR5E sollte nur gestartet werden, wenn der Ridgeback vollständig eingeschaltet wurde und alle Notausschalter gelöst sind. Benutze nun den Ein- und Ausschalter des TeachBands, um den UR5E einzuschalten. Es kann ein paar Minuten dauern, bis der UR5E vollständig hochgefahren ist. Stellt sicher, dass alle Notausschalter am TeachPanel und am Lift gelöst sind. Denkt daran, es zu vermeiden, die Prozesse am UR5E manuell zu starten, da ROS das automatisch übernimmt. Bestimmte Hilfskomponenten müssen manuell eingeschaltet werden. Sie können während des Hochfahrens ganz einfach aktiviert werden. Bitte beachte, dass komplexere Roboter manchmal mehrere Systeme bzw. PCs verbaut haben. So haben wir bei unserem Roboter auch zwei Systeme integriert. In der Userbay zu meiner Rechten befindet sich ein Intel-PC und zu meiner Linken ein NVIDIA Development Kit, welche beide über ein Ethernet-Kabel miteinander verbunden sind. Der Grund hierfür: CPUs kommen immer dann zum Einsatz, wenn viele Tasks parallel ausgeführt werden müssen, Stichwort Parallelisierung, Multithreading. Da GPUs meist von NVIDIA kommen, werden sie oft für Machine Vision oder Machine Learning Algorithmen verwendet. Nun aber zum eigentlichen Hinweis. Solltest du auf einem System eingeloggt sein, aber nicht das benötigte Package etc. finden, prüf doch nochmal, ob du auch im gewünschten System angemeldet bist oder einen Zahlendreher in der IP-Adresse hast. Du kannst die Steuerung für den Ridgeback mit einem PS4-Controller übernehmen. Im Folgenden möchte ich dir gerne eine kleine Übersicht über die Funktion geben. Die PS-Taste schaltet den Controller ein. Die L1-Taste dient als Release-Button zur Sicherheit. Verwende den linken Joystick, um dich in der X- und Y-Richtung zu bewegen und den rechten Joystick, um die Ausrichtung zu steuern. Verwende die Pfeiltasten, um den Lift entsprechend zu bewegen und drücke die B- oder Viereck-Taste, um die Softlocks des Lifts zu lösen. Aktiviere den Manipulator und stelle sicher, dass er sich im richtigen Zustand für den Betrieb des ROS-Treibers befindet. Starte die erforderlichen ROS-Treiber, um alle Komponenten zu aktivieren, einschließlich des Arms, des Greifers und der Kameras. Jeder Roboter verfügt über einen digitalen Zwilling, ein sogenanntes UIDF-File 3D-Modell, damit zum Beispiel der Arm nicht mit Objekten kollidiert, sondern drumherum plant. Dafür erstellen wir immer eine Simulation. Den Link für die Simulation des Ridgebacks haben wir euch in die Beschreibung dieses Videos nochmal verlinkt. Dort sieht man in einem RQ2-Graph immer alle Sensoren und Topics, wie welcher Sensor mit welchen anderen Nodes verknüpft ist und wie diese miteinander interagieren. Das kann hilfreich für die Fehleranalyse sein. In diesem Abschnitt werden wir die Aktivierung verschiedener Komponenten durch ROS-Treiber erkunden und die Funktionalität des Roboters verbessern. Fangen wir mit dem UR5E und dem Robotic 2F85-Greifer an. Folge diesen Schritten, um mit ihnen über ROS zu interagieren. Stell sicher, dass das TeachPanel eingeschaltet ist und der Notausschalter gelöst ist. Der UR5E muss im Remote-Modus und im ausgeschalteten Zustand sein, damit der ROS-Treiber ordnungsgemäß funktioniert. Starte den ROS-Treiber mit diesem Befehl.
Teste die Funktionalität des Greifers mit folgendem Befehl. Verwende RosTopic-Pub-Befehle, um den Lift nach oben oder unten zu bewegen und sein Softlock zu aktivieren. Jetzt starten wir die LiDAR-Komponenten. Starte alle drei LiDARs mit diesem Befehl. Alternativ starte nur die Hukuyus mit folgendem. Um die RealSense-Kameras für visuelle Wahrnehmung zu aktivieren, befolge die folgenden Schritte. Starte die Kameras einzeln oder zusammen mit dem entsprechenden Startbefehl. Jetzt können wir die Schwenk- und Neigemotoren für dynamische Bewegungen aktivieren. Dafür folge einfach diesen Schritten. Starte die Motoren mit diesem Befehl. Verwende RosTopic-Pub, um die Schwenk- und Neigebewegungen innerhalb bestimmter Bereiche zu steuern. Mit der Aktivierung der einzelnen Komponenten werden die Fähigkeiten des Roboters erweitert. In diesem Abschnitt werden wir nun die Einrichtung von ROS Multimachine für eine verbesserte Visualisierung und Funktionalität erkunden. Beginnen wir mit der Konfiguration der Host Machine. Folge diesen Schritten, um die erforderlichen Umgebungsvariablen zu exportieren. Exportiere diese Umgebungsvariablen mit der entsprechenden IP-Adresse deines Roboters. Als nächstes konfigurieren wir die Client Machine. Exportiere die Umgebungsvariablen mit der entsprechenden IP-Adresse deines Roboters und deines PCs. Jetzt schauen wir uns an, wie man ROS Multimachine für nahtlose Kommunikation und Visualisierung verwendet. Stoppe zunächst den MMP-Dienst auf dem Roboter mit diesem Befehl. Starte dann den Systemstart auf dem Roboter mit diesem Befehl. Auf deinem PC startest du nun die Roboter-Visualisierung mit folgendem Befehl. Mit der Einrichtung von ROS Multimachine kannst du den Roboter jetzt nahtlos über mehrere Maschinen visualisieren und steuern. Sprechen wir nun einmal über den Lift. Der Lift hat insgesamt 4 Endschalter, 2 unten und 2 oben. Normalerweise fährt der Lift über den vorgelagerten Schalter, der sogenannte Software-Switch, der softwareseitig abgefragt wird. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der nicht funktioniert, greift der hintere, der Hardware-Schalter, der die Energieversorgung zum Motor sofort unterbricht. Das verhindert ganz einfach, dass er gegen die Endlager fährt. Wenn man den Lift jetzt aus dieser Position wieder herausbewegen möchte, dann muss man hier diesen Knopf sehr lange gedrückt halten, um die Energiezufuhr wiederherzustellen und ihn aus der Position zurückzubewegen. Kommen wir nun im nächsten Abschnitt zu wichtigen Sicherheitsmaßnahmen. Wir werden auch über schon bekannte Eigenheiten sprechen, damit einem reibungslosen Betrieb des Roboters nichts mehr im Wege steht. Schalte zunächst den UR5E immer ordnungsgemäß über das Teach-Panel aus, um mögliche Probleme zu vermeiden. Es ist außerdem wichtig, stets in der Nähe der Not-Aus-Taste zu bleiben, um schnell auf unerwartete Situationen reagieren zu können. Schließlich stellt sicher, dass die Geschwindigkeit, mit der der Roboter gesteuert wird, immer gleichmäßig ist. Ob über den Joystick, die Tastatur oder das Programm, eine gleichmäßige Geschwindigkeit ist generell entscheidend für einen stabilen Betrieb. Wenn der Pen & Tilt-Head, der D455, nicht funktioniert, liegt dies wahrscheinlich an falschen Befehlswerten. Die Lösung besteht darin, die Dynamixel und ihren Treiber neu zu starten. Manchmal kann es vorkommen, dass der Ridgeback unerwartet beim Einschalten herunterfährt. Dies könnte durch eine Verzögerung beim Start des Netzwerks verursacht werden. Das Problem lässt sich aber normalerweise durch einen Neustart beheben. Wenn es zu Verzögerungen bei den RealSense-Kameras kommt, erwäge die Verwendung eines Multi-Machine-Setups. Unsere Roboter haben keine Bedienungsanleitung im herkömmlichen Sinne. Aufgrund dessen dokumentieren wir den Umgang sowie unsere Software-Packages auf einer dafür vorgesehenen Website. Die haben wir euch auch unter dem Video nochmal verlinkt. Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen und Lösungsansätzen kannst du die Sicherheit und den reibungslosen Betrieb des Roboters gewährleisten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Ridgeback. Solltest du weitere Fragen haben oder vor einer spezifischen Herausforderung stehen, kontaktiere gerne auch unseren Support.